Wow, willkommen zurück zu Blossom Tales. Wir haben hier böse Golems. Aber mit Bomben können wir sie erledigen. Wir können sogar Bomben direkt auf sie draufschmeißen. Das hat doch zum Glück mal geklappt. Das ist aber ein bisschen tricky, sie zu treffen manchmal. Und wir sind an unserem Ziel bald angekommen. Wir müssen nämlich ein bisschen schon noch nach oben. Da wird unser nächster Dungeon stattfinden. Ich weiß nicht, ob der erste im Prolog oder im wird schon im Tutorial so gesehen. Ob der schon als Dungeon zählte? Ich würde einfach mal behaupten, nein. Deshalb wird das hier wahrscheinlich unser erster Dungeon. Bam! Und ich finde das cool mit den Bomben. Dass man unendlich hat, aber man muss halt seine Energie aufladen, um die zu benutzen. Ist ja eh so eine Fantasy-Welt, wortwörtlich. Hier wird einfach eine Geschichte erzählt. Von daher... Ah ja, übrigens, Bomben können Steine zerfetzen. Take this! Take this! Und this! Aha. So ist mir das recht. Da oben müssen wir noch mehr benutzen. Na gut. Wenn es sein muss. Her! Boah, all auf einmal. Der Dekobaum? Baumlord. Hallo, junge Ritterin der Rose. Wir Baumgeister waren schon lange hier, bevor das Königreich sich entwickelte. Aber nun sind unsere Tage gezählt, dank dem boshaften Außenseiter und seiner dunklen Magie. Sein Fluch, der auf diesen Landen lastet, hat 10 meiner Baumgeschwister befallen. Befreit sie von seinem kalten Griff und ich werde euch belohnen. Wenn nicht, fürchte ich, dass die Zeit der Baumgeister ihr jähes Ende finden wird. Und wie retten wir die? Wir müssen auch 10 Baumgeister befreien, Wackelritterin. Ja, aber wie denn? Wir konnten nur den Baum dort beschützen, als der Hexer hier einfiel. Ja, ist auch wichtig so. Richtig und wichtig. Der Baum dort muss beschützt werden. Dies ist der Herrscher der Baumgeister, die in Golems Zuflucht leben. Okay, also hier in der Zuflucht, hier in diesem Gebiet. Und man sieht ja den Unterschied zwischen hellgrün und dunkelgrün. Alles hier dunkelgrüne. Das ist das Golem-Gebiet. Und schau mal, wie klein die Map ist. Das ist gefühlt 20 oder, ja gut, also 30, 40 Bilder. Wenn überhaupt 40. Also nicht super viel. Muss ja auch nicht sein. Wir haben auch noch ganz viele Dungeons, die dann ihre eigenen Bilder vorfüllen. Oder halt Räume, Screens, wie auch immer. Lass mich raten, jetzt geht's hier weiter. Müssen die Baumgeister finden und sie irgendwie retten? Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist oder wie wir sie retten können. Hä? Ist ein Schalter. Wie jetzt? Ist noch einer. Okay. Ist das für später? Fehlt mir irgendwas? Aber du bist auf jeden Fall einer von den Geistern. Hey, was ist böse geworden? Hey, was soll das? Das gibt's doch nicht! Angriff! Her! Und... den hier! Bam! Jetzt geht's ihm wieder gut. Und hab mich geheilt. Nett von ihm. Noch ein Schalter. Ja, keine Ahnung. Ich kann mit den Schaltern irgendwie nicht richtig interagieren. Vermutlich sind die wirklich erst für später. Komm, mach ihn weg. Ach komm. Ach komm. Geht doch. Was haben wir hier Schönes? Einen Waldweg nach oben. So ein feiner Aua. Hey! Ein Waldgeist. Also ein böser Waldgeist. Ein Waldmagier, wenn man so will. Da sind noch mehr von denen. Hey! Ach, Mist daneben. Nein, verdammt. Ich muss mein Schild mal benutzen. Ich habe ja eins, nicht ohne Grund. Komm. Dann den gleichen Sound wie der Teleporter. Ich schätze, das macht Sinn. Dieser ultige Kerl, der da am Wegrand kampierte, war Stan, ein berühmter reisender Händler. Monkey Island oder was? Ihn findet man überall im Blütenkönigreich. Ich finde, der hat coole Sachen zu verkaufen. Ich hoffe es doch. Ich habe jetzt ziemlich viel Geld gesammelt. Ich will coolen Stuff dafür haben. Mach aber erstmal dein ganzes Zeug kaputt. Jetzt sagt er mir so, nein, du hast mein Zeug kaputt gemacht, das verkaufe ich dir gar nichts mehr. Hi, ich bin Stan, der reisende Händler. Mädel, was seid ihr für ein Glückspilz, dass ihr mich heute getroffen habt? Glaubt mir, wenn ich euch sage, ich habe, was ihr braucht.
Ihr legt mich nicht herein mit eurem süßen Gesicht und dem hübschen Kleid. Ich sehe das Feuer in euren Augen. Ihr habt eine Aufgabe und tut alles, um sie zu erfüllen, richtig? Ein Jammer wäre das, wenn ihr abkratzen und alle im Stich lassen würdet. Ihr wisst schon, die Gänseblümchen von unten anschieben, Wurmfutter werden. Aus diesem Grund biete ich euch ein wertvolles Herzteil an. Die Zeiten sind natürlich auch für mich hart. Ich kann es euch also nicht einfach so geben. 100 Münzen? Glaubt ihr? Glaubt mir, ihr findet keinen besseren Deal. Ja, okay. Wir sind ja reich im Moment. Noch. Hallo auch, vielen Dank für den Kauf. Komm später wieder, wenn ich was Neues habe. Okay, also Stan sucht für uns Sachen, die er uns andrehen kann für Geld. So wie Herzteile. Und wir geben ihm dafür unser Geld. Das können wir so machen. Aber wir sollen nach links. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir da lang müssen. Ich dachte nur, ich gehe einfach mal ein bisschen irgendwo lang. Passt schon. Ah, ne, wir sollen noch mehr machen. Hm? Ein Teleporter. Runenstein-Tempel. Wir sind angekommen im Dungeon. Oder am Dungeon, besser gesagt. Noch sind wir nicht drin, ne? Ja, hier ist aber auch nichts, oder? Ich glaube, wir können aber direkt rein spazieren. Gleich dort lag der Eingang zum Runenstein-Tempel. 8 Ritter waren bereits dort, fanden aber keinen Weg hinein. Sind das Dovis oder so? Ohoho, ein wenig. Sieh mal, es brauchte einen Kniff, um das Steinportal zu öffnen. Hat denn schon jemand einen Plan, wie man in den Tempel kommt? Sieht's denn so aus? Das Einzige, was diese Runensteine machen, sind seltsame Geräusche, wenn man drauf schlägt. Na denn, weniger reden, mehr schlagen, wir kommen schon noch drauf. Ein Magier der schwarzen Rose. Niemand hat eine Chance gegen einen Schüler von Krokus. Ein kümmerlicher Rekrut hält meiner Magie stand. Selbst wenn du es hineinschaffst, wirst du nicht weit kommen. Wir werden jeden zermalmen, der nach den legendären Zutaten sucht. Heil euch, Hexer Krokus! Das gibt's nicht. Also noch offensichtlicher geht's, glaube ich, nicht, oder? Ah, nochmal, Simon Says. Oh, jetzt haben wir was Komplizierteres. Und reinspaziert! In Dungeon Nummer 1. Lilly spürte die Kraft alter Magie aus den Wänden strömen. Sie versorgten die tief schlummernden Kreaturen im Innern mit Leben. Aha. Oh, das ist eine böse Plattform. Die fallen runter. Wir dürfen natürlich nicht runterfallen. Okay, den Baum kann ich ja nicht hinterwerfen. Aufgepasst! Böse Gegner. Mit bösen Angriffen. Die machen so viel damit. Ich verstehe die Gegner nicht ganz. Vielleicht kriegen wir noch einen Bogen. Das wäre sehr hilfreich, wenn wir einen Bogen bekommen würden, oder? Finde ich zumindest. Und wir haben jetzt 20 von 20 Federn. Sie wollte uns doch Pfeile machen, weil wir Federn mitbringen. Ja, nach dem Dungeon bringen wir die dann mal zurück. Wenn ich dran denke. Mal schauen, ne? Mal schauen. Hey! Was geht denn hier ab? Kleine Mäuschen. Kleine Mäuschen. Ich spreng sie mal in die Luft. Die müssen kleine Mäuschen in die Luft sprengen. Boom. Keine Ratatouille für uns. Bang. Das hier ist nichts. Na doch, hier kann man lang. Leute, habe ich nicht gecheckt. Aber jetzt ja schon. Mehr von euch, Morgenstern. So, ich sage euch guten Abend, Stern. Ich bin nämlich weg. Huhu. Ausgewichen. Eine Schriftrolle von Elisa schon wieder. Die Novizen hatten recht. Die Magie der Druiden, die diesen Tempel erbauten, lungert hier bis heute. Ich störe besser nicht die Ruhe dieses Ortes, sonst werden die Felsen und Pflanzen noch lebendig und zermalmen mich. Der Schutzgeist, den die Druiden für die Verteidigung ihres Feenklees kreierten, muss ziemlich furchteinflößend sein. Ah. Ich glaube, es gibt 3 Dungeons insgesamt. Es war ja auch die Rede von 3 Sachen. 3 Zutaten. Eins davon ist das Feenklee.
Aber es war ja die Rede von 3 Zutaten, damit der König wieder erwacht wird. Und dann wahrscheinlich noch ein 4. Dungeon, um gegen den großen bösen Zauberer zu kämpfen. Aua. Bin ich hier bei World's Hardest Game oder was? Hilfe. Oh, Schalter. Wer hätte ihn nicht gedrückt? Da kann man runterfallen. Sieht aus, als müsste man hier runterfallen. Ne? Achso, hier kommen wir auch nicht runter. Und was ist das für Dinger? Und wo bin ich hier? Also da oben ist ein figurlicher Ausgang. Okay, da komme ich auch nicht ran. Wir müssen erstmal nach rechts. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, kann ich nach rechts, oder? Ah, hier bin ich wieder. Oh, so, so. Schwinde! Bam. Und du auch. Oha. Mann, oh. Ich bin nicht so gut im Combat. Aber egal. Spiel ist ja nicht schwer. Offensichtlich nicht. Aber trotzdem wollte ich es mal gesagt haben. Spiel ist wirklich... Aua! Aua! Spiel ist wirklich nicht schwer. Dum, 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 dum. Was haben wir denn hier? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, aua! Oh nein, 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 bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, huh! Geht er noch? 2 Treffer? Okay. Oder, Freunde, ich finde, das war okay. Warum so viele von euch? Ich hab so viele Bomben, hab ich doch gar nicht. Ich hab keine mehr. Boom. Ich kann keine machen. Jetzt. Kann man die auch zerschlagen? Ne, ich glaube nicht. Ich meine, es war mal wie die Räder davon, aber es geht eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich kann die halt in die Richtung locken. Mit dem Schwert. Aber trotzdem. Ohne Bombe wird das nichts. Voll auf den Kopf gefallen. Aua, die Schatztruhe ist voll auf meinen Kopf gefallen. Ah, ein Heiltragen. Sehr schön. Auf einmal mit 3 jetzt. Und übrigens eine Schaufel. Ich hab keine Ahnung, wie die funktioniert. Vergessen, dass wir die haben. Aber wir haben sie. Ja, mal schauen, mal schauen. Ist hier oben eigentlich noch was? Ah, da ist eine Schatztruhe. Ist hier links dann auch eine? Ja, beiden Seiten ist eine Schatztruhe. Dann gucken wir uns die noch mal kurz an. Bestimmt ist da mächtig viel Geld drin. Oh, okay, noch ein Heiltrank. Aber beim anderen ist bestimmt noch mächtig viel Geld drin. Spinnylein, falsch gelandet. Idiot. Noch ein von den Dingern. Ich glaube, die waren dafür da, das waren so Dinger, die wie One-Ups zählen. Die einen automatisch wiederbeleben, oder? Die sind auf Zeit? Hä? Ups. So. Okay, ungefähr. Hat geklappt. Lass mal durchgehen. Und wir gehen auch durch. Aua! Oh oh. Die sind doch Teil der Bäume. Die gehören doch bestimmt dazu. Oh, hier wird es gerade richtig knapp. Ah, gleich brauche ich einen Heiltrank. Aua, 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 aua. Ah, verdammt! Okay, ihm geht's wieder gut. Aber ihm nicht. Er ist böse. Was hat er getan? Nein, so, hey! Sonne! Stimmt, die Bäume, die heilen noch ein, habe ich voll vergessen. Bam. Ach, danke. Und so, als nächstes, Verschwindibus! Boom. Mann, diese blöden Wurzeln. Ja, toll. Komm, einfach draufhauen. Boom, 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 boom. Tschüss, tschüss, tschüss. Komm, stirb einfach. Fall du dich zurück. Er müsste dann der 5. Baum sein, ja. Nun musste Lilly nur noch 5 Baumgeister befreien. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Weiß ich doch. Bin nicht blöd. Also nicht so blöd. Glaube ich. Und was kriegen wir hier? Eine weitere Schriftrolle von Elissa. Eine alte Druidenprophezeiung besagt, dass ein Außenseiter einst die Herzen vieler umkehren werde. Die bekehrten Druiden werden ihre Magie nutzen, um Zerstörung über diese Landen zu bringen. Und das Schlimmste daran, der Außenseiter wird anschließend die gleiche Dunkelheit in andere Teile des Königreichs bringen. Na, hoffentlich erst nach meinen Reisen. Okay. Aber könnt ihr noch lang? Ja, Schüsse haben wir nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Warum wohnen denn die Bäume eigentlich hier in diesem Dungeon? Ein bisschen seltsam, wenn ihr mich fragt, oh, was ist das denn für ein cooler Typ? Ein Boss, wie es scheint. Ein Eisengolem, der hier. So ein Steingolem, der hier alles bewacht. Ich kann ihm auch so schaden, okay. Aua! Down. Und Speedrun-mäßig den Schatz nehmen. Ein Schlüssel. Der Schlüssel, den Lilly gerade entdeckt hatte, kann verschlossene Türen aufschließen. Logischerweise. Ja. Ich habe schon mal einen Schlüssel in meinem Leben gesehen. Ob es mir glaubt oder nicht. Ist wirklich die Wahrheit. Ist wirklich so. Und wo sind wir jetzt? Weiterer Kampf? Oh nein. Nein. Nicht ihr wieder. Verschwindet. Ich hasse euch so sehr. Verschwindet endlich. Verdammte Axt. Ich kann euch nicht mehr sehen. Hört auf mit eurem Donkey Kong Sound. Gut. Oh, noch ein bisschen Geld. Und ein paar Federn. Bram, bram. Wir haben fast doppelt so viel, wie wir brauchen. Was geht jetzt hier ab? Okay. Großer Boden geht kaputt. Oh nein, wie schrecklich. Einfach durchrennen. Wie? Okay. Sehe ich irgendwas nicht? Warum wiederholt sich der Raum die ganze Zeit? Aua, nein! Ach komm! Ey, da... Ich dachte, ich bin schneller als der Morgenstern. Bin ich doch normalerweise auch. Ist mir egal, ich renne trotzdem nochmal durch. Was hat der eigentlich gerade geklappt? Okay, Spiel. Okay. Ich hab's verstanden. Boah, ich kann nicht mehr nach links halten. Das tut weh. Komm schon. Nein, 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 nein. Warum war das schwerer als es sein sollte? Oder als es aussieht. Hier passiert was. Und los geht's. Hä? Ich hab's falsch gemacht. Blech, tot. Okay, warte. Ich weiß erstmal, dass ich was mache. Ich sollte sowas aus Pokémon kennen. Ich glaube, ich hab's. Ich erwarte den Boss. Ist er denn auch hier? Oh nein, was bist du für ein Zyklops? Hilfe. Ah. Ein Teleporter im Dungeon? Mitte, wir sind erst in der Mitte? Das ist ein langer Dungeon, wie es scheint. Ah, jetzt können wir da lang. Okay, man soll sich nur den Teleporter erstmal... Aua! Schnappen. Na gut. Haben wir gemacht. Oh, schon wieder. Können wir die killen? Nee. Aua! Nope, kann man nicht killen. Jetzt hier. So, dazu sage ich nichts. Ohne meinen Anwalt kriegt er dazu keine Stellungnahme. Und was bist du für einer? Kleiner Wurm, Steini-Wurm. Bumm. Zieh dich weg. Noch mehr von euch. Kann man auch schlagen. Wenn man lieber darauf steht, die zu schlagen. Zu foltern. Weiß er nicht. Mann, verschwinde schnell! Gott, Mann! Tschüss. Na gut. Ah, verdammt. Das ist so knapp alles. Und so eng. Na, zieh deine. Noch einer von dieser Sorte. So schwer waren die aber nicht. Komm schon. Jetzt stimmt aber die nicht weg. Kratz mir hier nicht ab, Mann. Wir müssen auch gar nicht killen, merke ich gerade. Ja, nee, er hat es auf jeden Fall verdient zu sterben. Bam, 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 bam. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Gerade als Lillys Abenteuer vorbeischien, erfüllte die Wiederbelebungsblume, die sie dabei hatte, sie mit Leben und Kraft. Achievement! Rückkehr von den Toten. Oh, Mann. Das ist lame. Ja, das Spiel ist einfach, sieht man ja. So schwer ist es auch nicht. Ich stelle mich nur blöd an. Ich will jetzt schnell durch. Und den Schlüssel. Blopp. Ja, danke, dass du es mir zeigen musst. Und... Oh, hm? Warum ist denn eine große Lücke? Gib mir doch was.
denn dann hier? Ist hier ein Schatz? Hä? Warte mal, von... Hä? Ich hab die Orientierung gerade verloren. Ne, wir kamen von links. Jetzt haben wir aber einen Schlüssel. Jetzt hat sich irgendwas verändert, wenn wir einen Schlüssel haben. Okay, was hat sich denn verändert? Können wir jetzt stattdessen... oben links lang? Warte, hier war ich noch... Aua. Hier war ich noch gar nicht. Ach, hier ist die Schlucht, die man gesehen hat. Okay, kann ich halt nichts machen, ne? Mann! Ja, dann gehe ich jetzt mal hier durch. Ich glaube, ich kann jetzt nämlich hier oben links entlang. Ja, hier. Okay, gut. Huh. Der Drache! Massakriere den Störenfried mit Feuer! Was tust du denn für einer? Snake Boss. Dafür, dass du ein Drache bist, bist du eher wie eine Schlange. Du Schlange. Warte, lösche ich immer wieder so einen Schweif von ihm? Glaub schon, oder? Bin mir nicht sicher. Take this! Irgendeiner wird doch treffen. Ja, schön. Aua. Schön. Wie viel Leben hat er denn? Warum krieg ich so viel aufs Maul? Ich bin so ungeduldig. Na komm. Der lebt ja immer noch. Der Typ lebt ja immer noch. Boom, jetzt nicht mehr. Und unsere Belohnung wird groß sein. Denn wir kriegen einen Bogen. War klar. Ein starker Bogen, machtvoll und verlässlich. Lilly warf ihre Gegner nun sogar auf große Entfernung eine Bedrohung. Jaha. Weg mit dem Schild. Ja, Bogen. Ah, schaut mal. Die Pfeile sind Energie. Auch eine gute Lösung. Ich dachte, man muss sich hier immer craften mit den Federn, die man sammelt, aber ne? Scheinbar muss man das ja nicht. Was war das für ein Sound? Soll ich ihm was abschießen? Lass mal sehen. Mhm. Wir brauchen schon einen Bumerang. Wir haben den Bogen mit unendlich Pfeilen. Wir haben damit Infinity drauf. Enchanted. Sollen wir die Dinger abschießen? Ja. Boom. Boom. Nein, da! Danke, Spiel. Es ist nicht so einfach. Man sieht nicht genau, wo man hinschießt, aber jetzt hat es geklappt. Gut. Weitermachen. Jungs, weitermachen. Noch ein Boss? Oh nein. Nee, ich kann euch wirklich nicht ausstehen. Weg. Tschüss. Gut. Oh man. Feuer? Ach, von der anderen Seite Feuer schießen mit dem Pfeil. Denn er ist entflammbar. Aha. Wo kommt dieses Sound die ganze Zeit her? Blim, blim, blim. Sind das diese Kugelfiecher? Ich glaube, die machen einem Schaden, wenn man die berührt. Deshalb will ich es gar nicht erst ausprobieren. Einfach nur schnell hier durch. Müssen vom anderen Raum herkommen. Von hier jetzt nach links? Ja, müsste. Müsste. Ah, so muss man die eigentlich killen. Oder so ist es am besten, die zu killen. So, ein bisschen Feuer machen. Und tschüss, Kollege. Wir können so rollen. Wäre schneller. Mhm. Gut, hier ist nichts. Sieht zumindest nicht so danach aus. Das können wir abfackeln lassen. Weiß nämlich, ob was ist. Scheint aber nicht so. Wir können trotzdem mal schauen. Ich meine, hier hinten war noch was. Ja. Schauen wir mal, ob hier noch was ist. Nö. Nö. Okay, warte mal. Kann ich jetzt hier links noch hoch? Also runter oder wie auch immer man das ansehen möchte?
Jein, also hier wäre ein Tor, aber es ist zugesperrt. Geschlossen. Verschlossen, aber warum? Die Dinger kann ich nicht interagieren, ne? Scheinbar nicht. Okay. Ich meine, schön und gut, ich habe jetzt alles erhellen können, aber... Hä, was mache ich denn jetzt? Warte mal. Warte mal. Kann ich... Hä, die sind weg! Wieso sind die weg? Wieso lebt ihr wieder? Wo ist die Hölle? Oh, schön. Jetzt mal ehrlich, wieso leben die wieder? Hä? Alles, was ich gemacht habe, ist weg. Toll. Alles umsonst. Angefackelt. Aber die Wände bleiben. Weird. Hat das geklappt? Ist jetzt durch den Raum gegangen? Nö. Hä, okay, aber konnte ich schon von Anfang an hier alles anzünden mit Feuer? Aua, ja, die machen Schaden. Muss ja irgendwie sein, weil... Hä, wie sonst soll ich denn jetzt weiterkommen? Oder habe ich hier irgendwo was übersehen? Ja, ich muss da von oben kommen oder kann ich hier wegsprengen? Nö. Nee, ich muss da. Ich war doch oben Spiel, Mann. Was ist denn das? Was soll das, Mann? Hey. Wartet mal, ich kann die Dinger anschlagen. Damit drehe ich die. Ach, und die Wände sollen zeigen, wie die gedreht sein sollen. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Der Strich muss von links kommen. Strich muss von rechts kommen, ist schon. Der Strich muss von unten kommen. So. Und der Strich kommt von oben. Boah. Ich dachte, man kann die vielleicht wegschieben oder mit der Bombe wegsprengen, aber die muss man schlagen. Das sah für mich aus wie Steine, ehrlich gesagt. Na gut. Bum, 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 bum. Jetzt geht es jetzt richtig los, ja. Und noch mehr. Mehr Chaos und Destruction. Ey, hat der gerade meinen Pfeil weggemacht? Ah, jetzt habe ich zumindest einen Sound gehört, dass es geklappt hat. Ey, verschwinde. Geh den anderen Weg. Do your own business, man. Ach, die kann man kaputt schießen, die Viecher. Das ist passiert. Okay. Ja, verschwindet jetzt mal. Boah, ey. Nervensägen. So viele von denen vor allem. Stopp. Verschwinde. Und nach oben. Schön. Jetzt haben wir's. Boom. Und wieder Kampf. Oh, die Banditen. Oh nein. Nicht die Banditen, nicht die Banditen. Oh, nicht so viele vor allem. Ich brauche mein Geld, ich brauche mein Geld. Aua. Als ob. Ich hab nicht gesehen, dass ich so lau bin. Oh, ich Idiot. Einfach meine beiden One-Ups jetzt schon verschwendet. Sorry, guys. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Kann's auch nicht. Hab nichts mehr. Aber dennoch sollte es mir nicht nochmal passieren. Wie geht erstmal in den Secret Room? Komm. Komm. Tier 5 Item. Okay, wieder so ein Teil. Da haben wir 3 von 4 von. Beim nächsten Mal haben wir dann eine größere grüne Leiste oben links. Mal auch nicht schlecht. Vor allem, wenn wir dann sehen, wie groß die ist. Hoffentlich ist sie dann ziemlich groß. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen drüber. Wenn ich nur so ein bisschen steigen würde, sondern auch ein bisschen mehr. Was? Ach so, Spinnen. Achso, jetzt kommen so die Hände runter. Okay. Lass mal sehen hier. Hab's. First try. Nice. War gar nicht mehr so schwer. Sah schwerer aus, als es war. Fand ich. So, gehen die Kämpfer nicht. Warum auch? Braucht's nicht. Ach, tot. Verschwinde. Bah, tot. Okay. Hier so ziemlich das gleiche, oder? Denke ich mal. Oh. Jetzt komme ich da nicht lang. Na gut. Dann. So? Nö.
Weil jetzt komme ich ja da nicht lang. Ja, nee, auch nicht. Also hier muss ich auf jeden Fall entweder links oder rechts lang gehen. Nee, warte, ich muss nach rechts lang gehen, weil ich fange ja auf dem rechten Teil an und sonst komme ich ja nicht nach links. Also das ist schon mal bis hierhin richtig. Muss ja eigentlich. Da die hier mitnehmen? Ist ja, denke ich, klar. So. Jetzt hat die Frage. Nee, ist klar wie Kloßbrühe. Ich mache mir nur unnötig komplizierte Gedanken hier raus. Ist eigentlich einfach. Ja. That wasn't so hard now, was it? Und wo sind wir jetzt? Noch ein Kampf. Ach nee, ey, komm schon. Ach nö, ey. Haut ab. Tschüss. Tschüss. Heute noch mehr auf die Steinbacken gehaut. Komm. Tschüss. Mist. Nicht getroffen. Da muss mein Schwert das erledigen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie lange ich brauche, um die zu hitten. Na komm, weg. Schön. Ist aber ein langer Dungeon, wenn ihr mich fragt. Ist ein wirklich langer Dungeon. Wir müssen dann nach oben. Na, dann sind wir aber gleich fertig, glaube ich. Der Boden! Bin falsch gelatscht! Okay. Ich muss hier alles anzünden? Wo fange ich an? Was? Wo ist denn hier das erste Feuer? Oh nein. Ach, da ist es! Ich bin blind. Okay, erstmal. Das trifft mich nicht. Gut. Kurz warten, die Plattformen kommen ja alle wieder. Und warten, bis der weggeht. Okay, ich habe die jetzt alle hierhin verschoben. Nach oben. Mhm. Nach links. Mhm. Nach oben. Nach rechts. Bin runtergefallen, Mist. Muss gleich einen Trank trinken. Nee, das war falsch. Nach unten, schätze ich. Verweilung. Aua. Jetzt wird's echt knapp langsam. Hä, warum habe ich den Bogen mitgemacht? Bin ich dumm? Oh. Rechts. Ja, ja. Hoch. Hab ich's? Fehlt noch was? Ah, nach links. Dann oben weg fackeln. Aha. War ja kein so schweres Rätsel. Und ich gehe trotzdem nochmal. Ins Gesicht, aber ich heile mich erstmal. Ich glaube, wir sind jetzt angekommen. Nein? Nee, noch nicht ganz. Schade. Das sieht mich jetzt ziemlich gefährlich aus. Knopf. Egal. Bumm. Mano, lass mich doch machen. Okay, doch, das Spiel ist schwerer. Als ich anfangs gesagt habe. Okay, ich geb's zu. Das Spiel ist nicht super einfach. Ich hoffe, seid ihr zufrieden und glücklich. Das gibt's doch nicht. Ich noch einen Trank trinken, bevor ich hier abkratze. Mein Gott. Und jetzt hau ab. Nein! Egal, die Bäume können mich heilen. Aber erstmal der Riese muss weg. Das ist das schlimmste Problem gerade. Na komm, jetzt stirb endlich! Mein Gott, nimm doch die Bombe mit, Idiot! Und Banditen, klar, ich habe ja nicht genug Probleme in meinem Leben. Ich kann nicht mehr erreichen. Ich muss ihn mit Bomben oder Pfeilen füttern. Anders geht's ja gar nicht. Ich glaube, Bomben sind bei ihm effektiver, habe ich das Gefühl. Was geht denn da ab? Noch so ein komischer Weg. Oh no. Schön. Heil mich, danke. Geht doch. Bombe. Und noch mehr von euch. Verschwinde, verschwinde.
Oh Gott, oh Gott. Ist genauso ein Weg. Oder wenn ich einen mache, ist der andere futsch. Sonst weiß ich irgendwie die gleichen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er sterben muss, damit ich geheilt werde. Danke. Puh, nochmal sowas. Aha. Und dann können wir kurz vor Ziel. Okay. Theoretisch können wir das auch raten, aber wäre lame. Machen wir den Weg. Ja, easy. Easy. Okay, ich werde mal in dem Raum erfahre ich die ersten beiden Kombinationen. Zumindest wenn ich das Feuer entfacht habe. Haha. Was ist noch einer von den Bäumen? Zwei haben wir gerettet. Noch drei weitere und das einer von den dreien, wie es scheint. Gut, gut. Ja. Würde Bogenschützen. Die Nerven. Aber echt. Was? Das reicht dir nicht? Nur diese komischen Perspektiven. Unfassbar. Na gut. Boing. Und. Schön. Abfackeln. Und abfackeln. Okay, beide Striche kommen von links. Das ist schon mal gut, dass beides das gleiche ist. Und da ist ein Teleporter. Das heißt, das ist das Ende. Ich meine nicht, dass das Save Points wären. Ich glaube, das Spiel speichert nach jedem Raum. Habe ich zumindest ein bisschen den Eindruck gehabt. Nein, sag mir jetzt nicht alle Leben wieder. Ne, sind die Viecher. Warum auch immer. So, warte, die können wir schon mal eintragen. Richtig? Und richtig, gut. Ja, man kann schon raten jetzt, aber lass ich. Gehen wir noch hier rüber. Schauen wir uns den Blödsinn hier hinten auch nochmal an. Warte mal. Easy. Dun, 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 dun. Schön. Und wieder Feuer, Feuer! Und ein Tree People. Der vorletzte. Wenn wir den haben, fehlt noch irgendwo einer. Vielleicht ist der Boss ja einer von denen. Noch ein weiterer Riesen-Deku-Baum-Typ. Weiß ja nicht. Wäre aber eine plausible, logische Logik. Genau. Ja, haha. Ja, haha. Komm. Falsch. Ja, richtig. Nach oben und nach oben. Ja, okay, sind beide gleich. Hier, Leute, jetzt habt ihr die Lösung. Jetzt müsst ihr nicht den ganzen Weg hier lang gehen, wenn ihr selber spielt. Hab ich doch gern gemacht für euch. So. Und jetzt blab, 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 blab. Hä, wieso sind die beiden wieder falsch? Geht doch. Die werden immer resettet, das ist nervig. Das ist wirklich nervig. Das hätte ich jetzt wieder zurückgehen müssen, wenn ich, hätte ich mir das nicht gemerkt. Oh Mann. Warte. Ich sehe irgendwo was. Nee. Hätte ja sein können. Und waren wir hier schon? Scheinbar, die sind alle nett. Scheinbar waren wir hier schon. Okay. So, da waren wir doch gerade, ich Idiot. Warum sind die Namen immer so anders? So, welcher Ort das einfach sein soll wahrscheinlich. Okay, Bosskampf! Die junge Ritterin schritt vorbei an altertümlichen Statuen, während der Klang des Wassers den Raum erfüllte. Irgendwie wusste sie, dass Feenklee war zum Greifen nahe. Und dann hörte sie es bum bum bum! Boah, sieht ja cool aus. Oh nein! Ein antiker Golem von uralter Magie am Leben gehalten, mit Fäusten voller Zorn. Alle Eindringlinge werden vernichtet! Oh nein, ein Mario-Boss! Mit Fäusten! Muss ich ihm in seine Augen schießen? Nee. Hm? Bombe drauf? Aua. Kann ich auf seinen Rubin da oben schießen? Vielleicht ihn jetzt? Vielleicht jetzt? Oh, was passiert hier? Alter, das geht voll schnell hier. Junge. Hä? Ich sterbe. Was zur Hölle? Mein letzter Trank.
Wieso geht das nicht? Was wollen die denn von einem? Also Golems sind schon mal normalerweise mit Bomben. Okay, jetzt hat es auf einmal... jetzt hat es auf einmal geklappt. Warum auch immer, jetzt hat es geklappt. Also immer, wenn er nicht angreift, Bombe werfen. In sein Maul. Jetzt. Nein, noch nicht. Er greift noch an. Er greift noch an. Er greift noch an. Jetzt. Boom. Und Pfeil. Boom. Ja, boom. Hä? Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Ja, geiler. Geiler Strahl. Hat gar nicht so Pixelkraft gepasst, aber egal. Boom. Okay, das sah zumindest schon mal ganz gut aus jetzt. Okay. Jetzt. Ja. Boom. Boom. Aber kann die mehrmals treffen. Oh, das war das also vorhin. Okay. Dann weiß ja was Gutes. Ich dachte, ich hätte mich erwischt. Boom. Boom. Ja. Oh, oh. Wieder sein Laserstrahl. Hier kommt der Laserstrahl. Aua. Hier hätte mich erwischt. Ach. Ja, ja, okay. Okay. Ja. Mhm. Ja, nimm ihn! Fress ihn! Ins Gesicht! In your face, man! Mhm. Mhm. Ja, komm, hör jetzt auf. Ist jetzt gut. Ich bin aufgeladen. Reicht jetzt. Warst du voreilig. Tschüss, tschüss. Boom. Ich bin fast abgekratzt. Aber Herzteil und das Feenklee. Feenklee. Die magische Zutat. Die erste haben wir damit erfolgreich eingesammelt. Was ist denn wieder hier? Junge Ritterin, wir dürfen nicht gestört werden, solange wir für den schlafenden König sorgen. Ich bin gekommen, um euch eine Zutat für die Genesung zu bringen. Bitteschön. Feenklee, aber wie habt ihr... Wurde sie nicht erste Ritterin geschlagen vorhin? Ich dachte, die Rekruten dürfen das Schloss nicht verlassen. Dieser Feenklee wird uns sehr behilflich sein. Gut gemacht, Rekrut. Da ihr eure Tugend und Fertigkeit bewiesen habt, bitten wir euch, die Ritter der Rose zu den brühlenden Grotten zu begleiten. Dort findet ihr die nächste Zutat, altes Löwenmaul. Sie werden die Hilfe einer jungen, aber nichtsdestoweniger vortrefflichen Ritterin gut gebrauchen können. Viel Glück. Das war's, gut gemacht. Sie sollen ihr lieber eine fette Fete schmeißen. Eine fette Fete. Mit einem Hauch und Kuchen. Aber zuckerfrei für die Senioren. Doch leider wussten die Novizen, dass sie noch nicht feiern konnten. Weil die anderen Ritter mit den restlichen Zutaten immer noch nicht zurückgekehrt waren, sorgten sich die Novizen sehr. Pfff, alles Hasenfüße. Lilly wird die anderen Zutaten finden, klare Sache. Ich weiß nicht so recht. Brühende Grotten, das klingt gefährlich. Ist es auch. Tatsächlich muss man erst einen gefährlichen Sumpf, bekannt als die keuchenden Moore, durchqueren, um dorthin zu gelangen. Ah! Genau, die Luft dort ist so schwer und faulig, dass sogar kurzes Atmen Mühe macht. Ein bisschen wie in Opas Zimmer. Lilly findet die keuchenden Moore, wenn sie vom Schloss in Richtung Südosten geht. Nach unten rechts also, verstehe. Das war ziemlich knapp, wenn ihr mich fragt. Wir wären fast down gegangen. Aber die erste von drei Zutaten haben wir, sie ist zufrieden. Die anderen beiden noch nicht. Na gut. Wo bin ich hier eigentlich? Kann ich... Warte mal, wenn ich jetzt hier bin. Heißt das, ich kann vielleicht noch nach hinten? Moment, ich glaube, ich kann von hier nochmal in den Keller. Da gab es ja irgendwo in einer der ersten Räume... Eine brüchige Wand. Vermutlich ist da ein Herzteil oder ähnliches. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich meine von hier? Ja, hier. Genau. So. Hier war es direkt. Okay, perfekt. Noch gefunden. Ich habe mich dran erinnert. Und wir erhalten zum Belohnungsschatz einen Herzteil. Ja, ja. Okay, Freunde, beim nächsten Mal gehen wir dann zu den Mooren. Und zu den sumpfigen Mooren. Keine Möhrchen, nein. Warum kann ich das wieder zumachen? Ist ja dumm. Und dann werden wir den Weg finden zum zweiten Dungeon für die zweite Zutat. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Seid dabei.
beim nächsten Mal in Blossom Tales. Die erblühenden Geschichten mit dem schlafenden König. Oh, noch gar nicht. Hm.